Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja. Ich werde doch noch eine machen in der Aufnahmesession. Einfach. Um das mal eben hier safe zu kriegen. Ich überlege gerade, soll ich hier nochmal. Ein höher gehen oder? Eigentlich ja, ne? Mehr Sinn. Jetzt eh nicht genug Holz, aber also um es dicht zu machen direkt, dass keiner mehr reingucken kann. Ich weiß halt nicht, wie es ist mit Geiern und so. Deswegen wollte ich wenigstens die Hedge drauf machen. Dass da auf jeden Fall kein Geier mehr reinkommt. Die Reihe rausnehmen hier. Zack. Schön hohe Decke. Mag ich ja eh lieber. So. Ich zeige euch mal kurz, was ich mir wegen den Kisten. Ich meine, wir könnten mit einer Hedge, weiß ich gar nicht, ob das geht. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass sie hier reinkommen, ne? Entweder muss ich es auf den Boden stellen. Da sollte ja eigentlich auch erstmal nichts passieren. An der Wand will ich es halt nicht machen, weil da die Gefahr besteht, ne? Dass wenn sie genau die beiden Blöcke wegschlagen, was immer passieren kann, hauen sie halt die Kiste mit weg. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Deswegen, da mache ich sie im Boden rein. Oder ich würde halt gleich tiefer gehen irgendwie. Ich weiß es auch nicht, ey. Diese andere Wand will ich nicht machen, weil selbst jetzt einstürzt, ist halt dumm, ne? Haben wir ja schon erlebt, also man kann das ja nicht ausschließen. Weil es ist sehr unwahrscheinlich, solange ich die Horde hier nicht mache, dass das passiert. Aber es ist 7 Days, ne? Darf man nicht vergessen. Ist halt die Frage, ob das mit den Dingens noch geht. So, außen müssen wir sowieso machen, das ist keine Frage.
weiß auch nicht, wie es mit diesen viereckigen Kisten ausschaut. Brauche ich wahrscheinlich Nägel für. Weil die könnte man natürlich schön reinsetzen einfach. Ansonsten probiere ich gleich eine Kiste hinzustellen und eine Hedge drauf zu machen. Alter, wieso hält denn da schon keine Fackel? Das geht schon wieder los mit dem Gebagge hier. Ich will das Spiel mir denn jetzt wieder verkaufen? Ich sag's ja. Hammer, oder? Immer wieder lustig, ey. Düb, 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 düb. So. Holz mehr, ne? Das wird ja schon so reichen. Ich weiß aber halt nicht. Na, wenn ich hier vielleicht noch einen Frame hinmache, geht's vielleicht. Oh, guck mal, er sagt sogar rot. Los mit dir. So. Ah, das habe ich mir gedacht. Ich weiß ja nicht, wenn jetzt hier was runterfallen würde. Wenn es rauffällt, ich meine, die Hedge ist jetzt kaputt gegangen, nicht die Kiste. Also. Aber es ist halt scheiße, wenn du dann jetzt hier dann so reingehst. Wenn die Zombies hier reinkommen, ist auch scheiße. Könnt natürlich hier diese Dingens drüber machen, diese. Aber da brauche ich die Säge für. Wie sieht's denn nägeltechnisch aus? 7, die werden nicht reichen. Was braucht man denn für diese Kisten da? Okay, und natürlich die Werkbank. Storage. 10. Naja gut, das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Dann stelle ich sie auf den Boden. Ich kann sie ändern. Ich will natürlich jetzt hier noch mal eins tiefer und dann rüber, dass ich sie da... Oh, dass ich sie quasi hier... Alter. Das geht schon wieder los. Dass ich sie quasi hier drunter stelle. Unter den Frame. Und dann müsste ich die Frames immer rausnehmen. Aber das ist mir auch zu doof. Wollen wir nicht hoffen, dass die Zombies hier reinkommen. Wenn ich die zweite Außenwand drum habe, dann ist alles ein bisschen anders. Dann könnte ich hier auch anfangen, irgendwie Kisten an die Wand zu setzen oder so. Aber aktuell ist mir das ein bisschen zu heikel. Naja, ich weiß, es ist Lärm, da wird ihr gleich fickerig. Mach mal die eine Seite, mehr Holz habe ich eh nicht. So, dann knall ich da einfach mal. Ja, super. Knall ich da einfach mal 5 Kisten hin, wollte ich sagen. Ich kann genau eine machen.
Den, 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 den. Den, 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 den. Ich habe echt nichts mehr an Holz. Den können wir uns gönnen, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal wieder. Natürlich super. Können wir scrappen. Ja, erstmal alles drin jetzt. Ordnung gibt es hier noch nicht. So. Mal gespannt, also früher wäre die Kiste auf jeden Fall stehen geblieben. Ja, sauber, ne? Statt das Mikrofon zu muten, wenn ich niesen muss, stoppe ich die Aufnahme. Aber komm mal, die kann man ja auch machen, ne? Okay, sieht schlecht aus. Okay. So. Perfekto. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Zwölf Minuten. Ach, ich mache eine kurze Nachtfolge, denke ich. Dann gehen wir jetzt mal gucken, was draußen so abgeht. Ihr seht, wir brauchen natürlich Holzen, wie immer. Bogen, Knüppel, Schotti. Licht wäre ganz nice. Ich hatte echt Zeit, dass wir irgendwie einen Mining-Helm oder sowas kriegen. Ey. Okay. Ja, ihr seht es denn, das muss alles aufgewertet werden. Schön wäre, wenn ich hier oben das Dach auf Holz noch aufwerte und halt, wie gesagt, ja genau, Mutti, komm mal her, das ist auch ganz gut. Die Wand dann halt mit Cobblestone ich schon mal anfange. Das wäre so meine. Ach, echt? Oh, dann machst du jetzt aber schnell. Und hier schönes Spike, ne? Willst du nicht? Traust du nicht? Genau, schön draufspringen auf den Spike. So ist richtig. Echt daneben geschossen? Schon tot? Aha. Gut. Also vorhin bin ich da hinten runtergefallen. Da hat es mir nichts gemacht. Ich hoffe, es passiert jetzt auch nichts. Ich muss schon ganz schön weit jetzt rennen, ne, von meiner Base weg für Holz. Ist ein bisschen dumm. Ich muss also unbedingt was anpflanzen auch. Vor allem gleich auch wieder Hunde spawnen jetzt in der Nacht. Wenn man so weit laufen muss. Kaum gesagt. Naja, war so klar, ey. Da steht der nächste auf der Straße rum. Alter! Komm mal hier hin, du Pfeife. Ja. Du kannst auch bitte kommen. Junge, Junge, ey.
Steht er genau neben mir, ey. So. So eine Rete. Schon unsere Spikes kaputt machen. Warum hast du denn keine Stamina? Was haben wir denn jetzt für einen Bug? Nur von 100, seht ihr das? Alter, Random Gen. Aha, jetzt muss ich erst einmal wieder irgendwas machen. Geil. Warten Game, ey. So, wo ist der andere? Ja. Ja, diese ganz schwarzen, die siehst du auch nicht, ne? Ich hab den gerade echt erst gesehen, wo ich vor ihm stand. Hammer, ey. Reicht noch nicht mal, um zwei Spikes zu machen, ne? Aber einen müssen schon mal. Und ich muss unbedingt hier welche drum kriegen. Aber alles kein Problem. Ja, kein Problem. Problem ist, dass ich so weit rennen muss, dass ich hier nicht weiß. Ich muss unbedingt gleich, ich werde, bevor ich die Aufnahmesession beende, pflanze ich was um unsere Base rum. Ich mag das nicht, wenn ich in der Nacht so weit rennen muss. Jetzt bei uns immer Base rum ist. Da kann ich nachts runter, kann das eben wegkloppen. Gar kein Problem. Ich meine, aktuell geht es, weil wir genug Stamina haben. Aber wir haben auch keine Heilbandagen, nur normale, also alles ist suboptimal. Ja, und dafür sind die halt echt Gold wert, die an Kackspikes. Auch wenn sie so natürlich scheiße sind. Na super, jetzt habe ich keinen Stein, ey. Hallo? Hallo? Gib mir einen Stein. Straße liegen noch meistens Steine. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal, ist ja auch schon mal was wert. Zum Stein finden, kann ich noch ein bisschen Holz machen. Dann ich muss für den Stein in die Base, Alter, ist doch nicht euer Ernst, ey. Das Problem ist, umso weiter ich renne, umso höher ist die Gefahr, aber hier sollte ein Stein liegen. Liegt immer ein Stein in diesen. Dingens hier. Ganz gerne noch einen zweiten mitnehmen. Gut, wir haben Steine, geht's mir jetzt nicht. Geht's um Holz.
Um Holzi, Holzi, Holzi. Wie schön, ich das Dach noch eben aufwerten könnte. Vielleicht mache ich doch noch eine Folge, dass ich nochmal eben zum Händler gehe. Können wir uns die Armbrust noch gönnen. Jetzt vergesse ich das eh bis zur nächsten Aufnahmesession. Ich weiß noch nicht, wann ich wieder spielen kann. Auf jeden Fall was anpflanzen. Fuck. Groß, ich lebe noch. Alter. Das war reines Glück. Ich habe einfach nur mit der Schotti. Ich habe ja nichts gesehen. Alter. Ja, es ist halt weit weg und man macht halt Lärm. Uiuiuiuiui. Ich bin auf jeden Fall wieder wach. Krass. Junge, Junge, Junge. Die Schotti hat uns den Arsch gerettet. Und wahrscheinlich auch die Rüstung, die hatte so ein bisschen. Na gut, Leute, das soll es gewesen sein erstmal in der Folge. Zum Ende der Hallo-Wach-Effekt in diesem Sinne. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst an die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.